Hallo an alle, sorry für diese schwarzen Balken hier unten irgendwo. Okay, aber nun, wo wollen wir heute hin? Das ist ja die Startseite von Microsoft Edge und es geht heute nach Twitter. Und zwar hat heute Nathan Adams wieder was bekannt gegeben. Und zwar, er will die ganzen Server-Commands ändern von slash save all, save on, save off, to slash save, save enable, save disable. Das will er ändern. Aber nicht nur das, vielleicht auch. Weiß er, es wird die ganze Server-Engine stoppen, weil er, das wurde doch schon auf den vorherigen Tweet geantwortet. Wo haben wir das? Ich guck eben mal kurz. Nein, finde ich gerade nicht, aber irgendwo hier in den Kommentaren hat er das geantwortet. Hier haben wir mal das ist ein groß. Und wir haben noch ein weiteres. Also das gleiche geht für Unbound IP. Das wird Ganze nochmal geändert. Hier gibt es auch natürlich nochmal so einen kleinen Spoiler, also so einen kleinen Vorschlag, wie man es machen könnte. Ist okay. Also ich bin damit zufrieden. Hier wird er. Jetzt würde ich hier auch nochmal wissen, ob das läuft. Ich mache hier das hier mal. Dann voten wir. Und es wird sehr wahrscheinlich, also viele haben keine Ahnung davon, denken nur an Nina. Also 43%, das ist die klare Mehrheit. Ja, gut, alles klar. Weiter geht's mit dem nächsten Fakt und zwar. 1.13 Snapshots sollen in Kürze starten, aber bitte behalten im Hinterkopf, 1.13 ist nur ein technisches Update, um das Game ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Es ist nicht so ein großes Content-Update, obwohl es viele Texturen gibt. Okay. Und dann haben wir hier nach 1.13 gehen die back, also kommen die zurück zum alten Schedule, wo die alle 3 Monate Update veröffentlichen nach aktuellem Stande. Und somit kommen wir zur letzten Sache. Das können wir auch hier direkt in OBS machen, weil wohl habe ich das Bildschirm. Ach, das Bildchen habe ich auf. Ach, Game Stream. Alright. Ich habe das Bildchen, was ich jetzt hier bearbeiten, also habe hier, nochmal auf meinem anderen Projekt. Und das seht ihr jetzt, denn ich kann hier euch gerne mal das auf dem zeigen. Und zwar schauen wir uns mal das genauer an. Sorry, das ist jetzt hier so wie mein Stream Layout. Also ich habe mir mein Stream Layout verbaut, aber hier habe ich die schwarzen Ränder gelassen. Und hier wäre es noch seitlich schwarze Ränder gegeben. Deshalb habe ich so gemacht. Ja, wir haben hier ein Entity Data Command ausgeführt und der bringt ein bisschen mehr Farbe und so weiter. Also ich finde das ganz geil, was Dinnerbone da veranstaltet hat. Also auf jeden Fall mehr für den technischen Entwickler. Ich habe bereits Zeit. Nur mit NBT Explorer. Hier haben wir den NBT Explorer. Und zwar zeigt er uns ganzen Selbstordner an. Man kann hier zum Beispiel in die Welt reingehen. Ich mache das also jetzt einfach mal customized. Und dann kann man hier verschiedene Dateien bearbeiten. Ich mache das mal hier für Level Dat. Würde sich eigentlich gleich hier noch ein. Oh, das ist. Wow. Hat man hier nochmal so ein kleines Fenster. Aber nun, durch das Neue wird es besser sein. Somit würde ich sagen, lass krachen und